ist halt einfach ein Wandel. Und ich glaube, ich habe mal so alles aufgegeben. Also wirklich ein Blitz. Also Olympia ist jetzt eine Woche her, wieder zu Hause angekommen, bei Manuel im Studio. Wie fühlst du dich jetzt eine Woche nach der Olympia und mit dem sechsten Platz, den du ja als Ziel gehabt hast? Also, ich hatte nur erstmal einen kleinen Jetlag, was jetzt das mit Reise betrifft. Ich habe schon wieder ein paar Mal trainiert, aber es war gar nicht so verbindlich, sag ich mal. Ja, also jetzt habe ich das so langsam mal ein bisschen so realisiert. Dieses Ergebnis, der sechste Platz, war halt auch hinter mir gelandet ist. Und ist schon, ja, also wie gesagt, halt, ich denke mal, so richtig kommt es dann so in der Woche an. Aber es ist halt auf alle Fälle erstmal ein Riesenerfolg halt, ne? Wie gesagt, das wissen ja die Leute selber. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich jetzt einfach super und die ganze Anspannung, die fällt halt runter wie ein Riesenstein. Und ja, ich bin schon wieder motiviert für die nächste Saison. Das heißt, der Tobias, also du, darfst mich halt nach Hause. Morgen geht es wieder los mit dem richtigen Training, halt auch Saison-Training. Ich werde sauberer essen, also halt Fleisch, also Rindfleisch, mein Hühnchen, Fisch, Salat. Halt ab und zu werde ich mir mal was gönnen, was Süßes. Und ansonsten geht es ja voll, wie gesagt, es sind ja nur 10 Wochen, dann geht ja die nächste Diät los. Und da will ich halt jetzt alles Mögliche ausschöpfen, um mich für den nächsten Wettkampf wieder zu verbessern. Natürlich sind das nur Details, aber wie gesagt, die Details, die sind halt ganz wichtig. Mein Ziel ist es halt wieder bei der nächsten Arnold ein Platz besser zu sein als bei der letzten, das heißt Platz 5 oder vielleicht sogar 4. Wie gesagt, wir wissen, dass die ganzen Leute von der Olympia dort eh wieder erscheinen, außer der Mr. Olympia, der Jay. Ansonsten wird das wieder eine harte Konkurrenz. Aber ich bin mir überzeugt, dass ich bin davon überzeugt, dass ich halt wieder im Finale landen werde. Okay. Und jetzt freust du dich nur noch richtig heimzukommen und die Mama zu besuchen. Ja, also wie gesagt, es ist halt schon schwer für mich, da halt die Mutti da 2 Wochen alleine zu lassen. Das ist halt, wie gesagt, sie ist halt alleine und hat halt niemanden groß. Und ja, also das ist schon 2 Wochen sehr lang und jetzt freue ich mich natürlich auf die Mutti. Halt auch wieder auf meine Wohnung. Das ist zwar jetzt erstmal sehr gewöhnungsbedürftig, da jetzt waren wir ja immer von Menschen umgeben. Es war viel Trubel, gerade in Las Vegas. Dann noch die ganzen Fotoshoots und halt wie gesagt noch dieser Videodreh für Battle von Mr. Olympia oder auf Olympia. Und ja, jetzt halt wieder diese, sag ich mal, die Stille. Halt, ne? Dann danke dir und genieß die Offseason und freu dich über deinen sechsten Platz. Dankeschön. Und nochmal danke an alle Fans. So.